Wir haben angefangen, uns mit der Tour zu beschäftigen, so circa, ich würde mal sagen, im April, also ich jetzt im Schwerpunkt. Wir haben im April Phil Collins vorproduziert und haben dabei festgestellt, bei Phil Collins war ich jetzt auf der Lichtseite und war da Associate Designer von der ganzen Show, ist sowohl als auch Lighting Director, haben da aber festgestellt, dass wir quasi, wenn wir die Macht über die Medienserver auch übernehmen oder Einfluss bekommen, dass man das Ganze erheblich stimmiger schlussendlich designen kann, programmieren kann. Also hat man sich dann Gedanken gemacht, wie man das, sagen wir, in das neue Produktionsdesign einfließen lassen kann, da das ja durchaus sehr videolastig ist, und ist dann zum Schluss gekommen, dass man auch die Videoseite bei den Stones quasi von Woodruff Bassett Designseiten abdecken möchte. Erstmal ist es ja das größte szenische Element. Also schlussendlich, die Videoflächen de facto stellen die Bühnenarchitektur dar, das Design. Also wenn die aussehen, ist es auch eine relativ schwarze, nichtssagende Bühne, erstmal auf eine gewisse Art und Weise. Dementsprechend geht es dabei darum, natürlich eine Balance zu finden, eine Balance von allen Elementen. Sprich, dass man iMac hat, also Live-Bilder, weil bei Stadionshows wollen die Menschen natürlich ihre Band, ihre Künstler sehen. Das ist natürlich Credo Nummer eins. Dann gibt es ganz klar auch Content, dafür speziell produzierte Contents, die aber meist auch sehr architektonisch angehaucht sind und, ich sage mal, mit der Bauform der Türme, der vier Türme spielen und die auch nutzen und dementsprechend mit einbeziehen. Dann ist es auch, gibt es Mischformen, wo man jetzt, ich sage mal, den Content integriert in Footage. Sowohl als auch gerade mit der modernen Technologie lässt sich relativ viel auch mit Kamerabildern machen, also Live-Editing, sage ich jetzt mal, Color-Grading, Effekte etc. pp. Und dann natürlich, das ganze Videospiel muss natürlich in der Balance stehen zu dem, was mit dem Licht passiert, weil natürlich ist es videolastig, die Show, aber nichtsdestotrotz sollte das komplette visuelle Ergebnis, Design, mehr oder minder am Ende stimmig sein. Also es bringt nichts, dann all die kompletten Schwerpunkte nur auf Video zu legen und das Licht ganz zu vergessen. Nee, es geht darum, wirklich stimmige Gesamtbilder zu schaffen mit iMac, Content, Effekten zusammen mit dem Licht und der Architektur. Mit meiner Wenigkeit sind wir jetzt 13 Kollegen in der Videocrew, aufgrund dessen, dass es halt eine relativ große LED-Fläche ist, die im Tourneebetrieb auch in 5 Stunden installiert ist und in 2 Stunden wieder komplett abgebaut ist, mehr oder minder. Das Team ist so zusammengestellt, dass es halt einen Video-Crew-Chief gibt, das ist der Ben Rader, ein amerikanischer Kollege. Außer mir und einem anderen Kollegen ist es eine komplett amerikanische Crew, mehr oder minder. Ben Rader ist der Crew-Chief. Dann darunter, sage ich jetzt mal, gibt es dann, ich sage mal, 2,5 Departments. Einmal das Department, die mit den meisten Mann, die schlussendlich komplett die LED-Wände bauen, die LED-Crew de facto, die den Großteil der Crew darstellen. Dann gibt es wiederum die Kollegen, die das System bedienen, respektive Kamera schneiden und meine Wenigkeit. In dem Bereich gibt es einen Engineer, der sich ums System kümmert, um die technischen Details schlussendlich. Dann gibt es einen Kollegen, der sich um, ich sage mal, technische Seite der Medienserver kümmert. Der guckt, dass das ganze System spielt, der auch gleichzeitig noch Robocams steuert. On top drauf gibt es dann den Video Director, Nick Kaiser, der mehr oder minder die kompletten Kameras callt, also und schneidet. Die komplett die Kamerafeeds, er schneidet 4 Mixe, also bis zu 4 Mixe mehr oder minder, die dann in die Server mit integriert werden, um es dann im Content zu integrieren, de facto. Und dann das 12,5, der 13. bin dann ich in dem ganzen Spiel, der schlussendlich die komplette Servertechnik programmiert und die Server bedient und dann auch live abfährt. Also es ist komplett eine manuell bediente Show, komplett ohne jeglichen Timecode. Also alles händisch, good old Rock'n'Roll Style. Anders wird es auch bei der Band nicht funktionieren, weil die Band funktioniert auch nicht auf Timecode. Die Wall, also die Video-Wall an sich ist 9 mm. 9 mm Pixel-Pitch ist Sarco, ist eine Eigenentwicklung von Solotech, der Videofirma schlussendlich, wohin Solotech aber eigentlich generell das ganze Rock'n'Roll-Department ist, ehemalige Firma Nocturne,
Also eine ganz lang zusammenständige Co. Schnittplätze etc. bei P ist alles Ross. Da kann ich dir aber jetzt leider im Detail nicht viel mehr dazu sagen. Grass Valley Kamerazüge sind in der Summe 6 bemannte Kameras und ich glaube 3 Robocams. De facto bei 2 bemannte Longlens-Kameras im FOH, mehr oder minder. 1 Kran im Graben und 3 bemannte Kameras. De facto und dann nochmal die Robocams dazu. Von der Medienserver-Seite bedienen wir die komplette Show mehr oder minder mit D3-Servern. Haben davon 3 im Einsatz. Schlussendlich einen 4x2 Pro als Steuerung oder als Master am Front of House, der aber nichts ausspielt, sondern der nur zur Steuerung und Visualisierung da ist. Haben dann 2 4x4 Pro Server bühnenseitig, wovon einer die Ausspielung macht und 4 SDI-Signale nach außen schickt und auch wiederum 4 Inputs von dem, vom Live-Mischer kriegt, die wir dann im Medienserver verwursteln, also sowohl das Formatting machen, also die Größen, wo sie hingehen, wie oft sie wo hingehen, als auch Effekte damit bespielen, also auch Grading, also sprich auch das ganze Schwarz-Weiß-Sepia in Farbe machen. Haben dann on top drauf noch einen zweiten 4x4 Pro D3-Server, der dann als Backup für die ganze Anlage schlussendlich dient. Alles ist komplett gesteuert über eine Grandma 2-Konsole, Grandma 2 Full-Size, plus ein Backup am FOH, also komplett extern von einem Lichtpult schlussendlich getriggert, also keine Timeline-Programmierung innerhalb von D3, sondern alles, wie gesagt, klassisch medienservermäßig über ein Lichtpult von extern. Die Idee ist natürlich, um ein ausgewogenes Verhältnis, in Anführungszeichen ausgewogenes Verhältnis zu schaffen und vor allem stimmige Bilder. Ausgewogen ist ein bisschen schwierig größtenteils, weil, wie gesagt, das Set einfach videodominant ist. Aber stimmige Bilder sind natürlich erzielbar. Daher ist es sehr, sehr von Vorteil, dadurch, dass wir jetzt mit meiner Person komplett die Macht über, ich sag mal, die Zuspielungen etc. pp. Auch übernommen haben, dass man auch miteinander spielen kann. Also das heißt, diese Videoshow wird eigentlich wie eine Lichtshow bedient. Das heißt, es gibt Bumps, es gibt Hits, es gibt Flashes. Es gibt das Gleiche, wie man eine Lichtshow bedienen würde. Und damit bist du eigentlich schon nah bei dem, wie jetzt auch der Kollege Ethan Weber, der schon seit ganz langer Zeit bei den Kollegen der Lighting Director ist, sagen wir so, wie er seine Show bedient. Plus dessen, dass man natürlich auch von den Farbigkeiten und von den Farbwelten versucht, stimmig zueinander, miteinander zu arbeiten. Martin Mac Viper RFX, haben Rowe BMFL Washbeams, haben Martin Aura XB, diese kleinen LED-Washlights, haben eine Handvoll Clay Parky Mythos, mehr oder minder, als quasi Long-Distance-Effekte, haben eine Handvoll 4-Light-Models, haben eine Handvoll 8-Light-Models, haben eine nette Menge noch an Color Kinetics Eye-White, was im Endeffekt kleine LED-Fluter sind, warm, kaltweiße LED-Fluter. Haben 4, 8, in der Summe 8 Front-of-House-Spots, alles Robert Julliard, Lancelot 4kW. Haben nochmal, die komplette Bühne ist quasi mit einem LED-Tape umrahmt, das auch von uns gesteuert wird. Licht gesteuert auch komplett über Grandma 2 Full-Size. Auch da eine Main-Konsole, eine Backup-Konsole. Bei den Kollegen natürlich mit ein paar NPUs, weil die ein paar mehr D-Mix-Universen bedienen müssen. Es war ein interessanter Prozess, weil wie gesagt, jetzt gerade in diesem Woodruff Bassett Design, in der Woodruff Bassett Design Konstellation ist jetzt so die Integration von Video in das eigene Department ein bisschen neu, auf jeden Fall. Gerade auch auf der Show ist das Thema Video auch relativ neu in der Dominanz, wie es jetzt hier ist, weil bisher war Video zumeist zu 80% eigentlich als einfach bildwiedergebendes Medium da, also sprich einfach Kamerabilder und es gab eine Handvoll Filmchen und das war es schlussendlich. Jetzt ist es eigentlich eine multimediale Videoshow bis zum gewissen Punkt. Natürlich bis zum gewissen Punkt, also man will auch ganz bewusst hier nicht übertreiben, weil wir reden über die größte Rockband der Welt, die auch eine wahnsinnige Bühnenpräsenz hat, die man auch nicht, ich sag mal, überfahren will, sondern man schafft auch hier wiederum nur einen digitalen Bilderrahmen für das Geschehen, was auch auf der Bühne stattfindet.